So Leute, wollen wir weitermachen bei Let's Play Let's Help Super Mario 64. Wir schlagen uns hier weiter in der Bosas Lavasee rum. Ach, komm, geh hoch. Ja, was machen wir hier eigentlich? Wir sind dabei, die roten Münzen einzusammeln. Hier müsste eine sein. Bilde ich mir das nur ein oder bewegt sich dieses... Das bewegt sich, oder? Ja, das bewegt sich. Das war dumm. Das war richtig dumm. Nee, doch. Ja, bleib. Safe, Leute. Das Ganze hier raubt mir echt den letzten Nerv, ich sag's euch. Ich hab gedacht eigentlich, Mario 64, hab ich so gedacht, ja, spielst du das? Eigentlich ganz locker. Viel falsch machen kannst du da nicht. Ist auch relativ einfach, ja. War's auch alles, bis zu dieser dämlichen, meistgehasstesten Welt von mir im Moment. Das war knapp. Das war mal richtig knapp. Dafür war das wieder Dämlichkeit. Die meistgehassteste Welt im Moment von mir, das ist die gute Wowabis Wunderwüste oder wie es heißt. Ja, ab da war das Ganze dann nicht mehr so lustig und ihr seht, oh, wir sehen hier Kunststücke und dann springt der falsch. Es ist nicht euer Ernst. Es... Ach, mein Gott. Ja. Ja. So kann man da auch hochgehen. Sollte man möglichst aber eigentlich nicht machen. Hier muss noch irgendwo eine rote Münze sein. Da oben! Nicht! Nein! Ey, du Blödmann hier. Habt ihr das gesehen schon wieder? Ach, Mist. So, runter mit dir. Ja, nein! Ach, das Spiel. Da oben ist er. Unser Powerstern. Leute, haltet... Nein, bist du des Wahnsinns? Nicht! Safe, ey. Haltet diesen historischen Augenblick fest. Dass wir es doch tatsächlich... Ja, hast du super gemacht. Wir kommen da nicht hoch, das heißt... Ja, wow. Das heißt, wir müssen doch hier rum. Komm schon. Geh von der Wand weg. Ist ja... Ach so. Da waren sie ganz schlau. Ja, da ist er. Komm, komm, komm. Ja. Here we go. Ja, unglaublich. Das ist echt unglaublich. Ich hätte nicht mehr mit gerechnet, ganz ehrlich. Och, unsere Energie da ist nicht gerade beneidenswert viel. Aber wir haben ja den Safe. Wir können den Bowser auch im Notfall, ja, mit dem bisschen Leben, was wir da haben, platt machen. Hoffe ich doch. Oh Gott, Leute, ich sag's euch. Da ist er. Die Musik ist cool. Was willst du denn schon wieder? Du bist ja lässiger als ein Schwarm Staubenfliegen. Gerade jetzt, als mir die ganze Sache so viel Spaß machte. Aber wenn du schon mal hier bist, gib mir die Powersterne zurück. Meine Truppen können sie besser gebrauchen als du. So, Bowser. Ist ja schön, dass du meinst, sie können die besser gebrauchen. Bin ich... mal nicht der Meinung, ganz einfach. Ja, und wenn man jetzt gleich, das war's auch schon mit uns. Ihr seht, das Leben eines Marios ist kurz. Nein, du bist doch so dämlich. Mensch, TT-Gamer. Ja. Beherrscht er jetzt auch noch den Warp oder was? Ich sag euch ganz ehrlich, wie ich diesen Kack hier hasse. Flieg, ja, da hast du aber eine mal voll hier. Safe. Muss ich mit dem einen Kuchenstück da den ganzen Bowser hier noch schaffen. Und war's das schon? Och, das war schon wahr. Du hast schon wieder gewonnen. Hat mich etwa die Kraft der Sterne verlassen? Betrachte diesen Kampf als unentschieden. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich warte am höchsten Punkt des Schlosses auf dich. Dort werden wir sehen, wer stärker ist. Oh, und meine Stimme.
So, das war's mit dir, Bowser. Danke für den Schlüssel. Thank you very much. Oh. Und jetzt können wir endlich den 100-Münzen-Stern und den roten Münzenstern in der Unterwasserwerft, wie das ganze Ding da, ich weiß gar nicht, wie es heißt, können wir jetzt endlich holen, Leute. Und wie viele Münzen? 34. Ja, der Schlüssel ist gut. Brauchen wir aber noch nicht, Mario. Nein, wir haben erstmal noch ein paar Sachen hier zu erledigen in dem super Level hier. Ist auch, naja, nicht mein Lieblingslevel, aber ist auch gar nicht ganz so schwer, finde ich. Wenn man nicht gerade vergisst, dass man erst den Bowser besiegen muss, bevor man die roten Münzen holen kann. Ich sag euch, egal welches Spiel ich spiele, irgendwas vergesse ich immer bei einem Spiel. Da kann ich das Spiel noch so oft gespielt haben, ich kann es noch so gut kennen. Irgendwas vergesse ich in dem Let's Play immer. Das ist echt nicht wahr. Obwohl, bei Lufia habe ich da was vergessen. Ja klar, ja, da habe ich auch eine Menge vergessen. Da habe ich zum Beispiel vergessen, dass man die Dracheneier ja alle viermal holen muss, bis man, oder damit man gegen den Drachen kämpfen kann. Also ich sag euch, bei Zelda habe ich auch vergessen, dass man das Deko-Kern ab oder Deko-Stäbe, ich glaube aber es waren, nicht da rein, bist du das, hör auf, dass man das woanders bekommt, dass man da nicht mit der Maske die komischen Laubkerle da belustigen muss. Ich sag euch, überall was vergessen. Wieso sollte es in dem Let's Play anders sein? So. Das auch noch beim Let's Help. Das ist schon peinlich. Aber ich denke, ihr verzeiht mir das. Dass ich das hier nicht direkt wusste. Oder wir vielleicht verdrängt oder vergessen hab oder... Ach, ihr wisst schon. Ihr kennt das bestimmt auch. Man kann ja nicht alles behalten. So, komm, den da oben auch noch. Ah, oh, Mario. What are you doing here? Come on. Den Stern... Ach, Sternkreis, Münzenkreis, Sternmünzenkreis, Sterntaler. Wo war das nochmal mit den Sterntalern? Da war, glaube ich, auch so ein Märchen oder sowas. Gab's das auch, Sterntaler-Märchen? Schon keine Ahnung mehr. So, 37 Münzen. Ich weiß zum Glück noch, wo die anderen Münzen auch waren. Werden wir dann jetzt auch holen. Und dann machen wir uns auf den Weg zu den roten Münzen. Die können wir dann, glaube ich, auch einfacher kriegen und nicht so, wie ich die ersten vier schon geholt habe, auf diesem Umweg da irgendwie springen und mal gucken, dass es gut geht und ihr wisst schon. Nein, die holen wir uns jetzt auf ehrliche Weise hier. Aber wo waren denn nochmal die Münzen hier unten? Ich glaube, hier, nee. Hier waren die dämlichen Muscheln. Ja, da war der Koopa-Panzer. Ah, doch, hier waren noch welche. Wunderbar. Diese Musik finde ich einfach beruhigend. Sehr beruhigende Musik hier in dem Level. Könnte man so die Augen zumachen und dann, so wie wir es in der Grundschule mal gemacht haben, diese komischen Fantasiereisen dann, wo dann diese, wo man diese CDs anmacht mit dieser beruhigenden Musik und dann wird einem da irgendwas erzählt, von wegen man soll die Augen zumachen und man soll sich vorstellen, man fliegt über Berge, die gar nicht da sind und sowas. Das ist auch ganz lustig, die Dinger. Mario. Wieso bin ich jetzt hier in so einem Strudel? Was soll das denn? Nimm bitte die Münzen mit. Ich möchte dann den Part hier auch... Ey. Langsam regt er mich schon wieder auf. Nicht! Nicht! Hör auf! Wo geht das lang? Ey. Ey, ich sag euch. Wo hab ich die... Da habe ich den letzten Save gemacht, ihr glaubt's nicht. Okay, ich mache hier den Cut, ich spiele nochmal bis dahin, hol die einen Münzen dann noch, die ich nicht bekommen habe. Es ist echt nicht zu glauben mit dem Spiel. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.